Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Weiter geht's, Leute, weiter geht's. Und wir waren stehen geblieben an unserem Feuerchen hier. Ich habe gerade schon geguckt, wir können leider nichts craften oder ausrüsten oder verbessern. Und deswegen geht's weiter. Wir sollen jetzt da runter in die Fabrik. Ich bin gespannt. Ich werde wieder versuchen, es leise zu machen. Wenn es mir denn möglich ist. Und natürlich auch die Kamera. Funktioniert das überhaupt? Ja, funktioniert. An- und auszumachen, wenn ein Video kommt. Das ist ein Hase. Eigentlich haben wir doch jetzt genug Pfeile, oder? Boah. Ich habe ihn getroffen, auf jeden Fall. So, haben wir einmal Fell bekommen, aber den Pfeil haben wir nicht wieder bekommen. Schade. So, Pfeile herstellen. Ach, guck mal, wir können doch hier überall easy am Baum rütteln. Okay. Ah, hier ist auch nochmal Baum. Baum, Baum, Baum. Baum, 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 Baum. Irgendwo hat sie doch hier ihren Magic-Blick. Das ist ja der Typ aus dem Video von letzter Folge. Nichts für ihn tun. Doch, wir können uns das angucken. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt, der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Vor allem nur noch Fleisch. Er hat die Knochen vergessen. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Du nicht mehr, Alter, du nicht mehr. So. Wie gesagt, ich möchte das leise so was machen. Das habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben doch. Ich gehe mal nachsehen. Bin gleich zurück. Hat die Augen. Hat funktioniert. Ja, und der Typ, der guckt doch aber trotzdem die ganze Zeit her. Hat funktioniert. Ich wusste nicht, ob es funktioniert oder nicht. Das kam von hier. Renn doch nicht weg. Warte doch. Was mir aufgefallen ist. In der 3. Folge, glaube ich. Oder in der 1. sogar. Da hat sie die Waffe direkt neben ihrem Kopf. Die Waffe ist einfach mal 2-mal so groß wie ihr Kopf. Das ist schon verrückt. Das ist schon. Das ist ein richtiger Wummer. So. Okay, können wir noch irgendwas looten oder so? Nö. Aber Holz. Holz ist immer super. Und da hinten ist auch noch was. Holz für Pfeile. Pilze. 3 Pilze. Nice. Ihr wisst ja, der Lootboy ist wieder am Stüssel. Aber sobald ich erfahren habe, dass man hier Sachen craften kann und verbessern kann, halte ich natürlich die Augen offen. So. Noch sind wir leise. Kommen noch mehr von ihnen. Okay, doch kein Video. So. Da oben ist ein Vogelnest. Ich habe nur keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Verlass dich nicht drauf. Bleiben wir wachsam, bis der Funk zum Gefängnis überläuft. Wir sind auf uns allein gestellt. Ganz schön viele.
Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Einheimische wurden zum Verhören lebend gefangen. Hat's drei Männer gekostet. Ich schätze, die Zentrale will wissen, was dabei rauskommt. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Was? Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben. Vorhin hat er die Kiste einfach fallen lassen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, Sir. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Das hier ist ein Fehlschlag. So, das lief doch schon mal ganz gut. Ui. Können wir auch werfen. Wir haben Feindkontakt! What? Ausschirm, haltet die Augen offen. Ich dachte, der geht nur gucken. Was ist das? Mist, verdammter. War das nicht, Leute? Echt nicht. Wir sind da. Macht euch bereit. Boah, der entdeckt mich doch jetzt. So viel zu leise. Da ist sie! Ich muss weg. Bin auf Flankenposition. Kann ich die auch wieder abhängen? Ne? Guck mal, hier können wir aber hier hinlocken. Du bist tot! Nein, du bist tot. Ja, es war fast leise. Stellt euch einfach vor, es war leise. Aua, wo denn, Dicker? Wo rennst du rum? Da unten. Da oben. Noch einer? Nö. War ja fast leise. Hallo Vero, willkommen im Stream. Okay. Naja. Jetzt sind wir schlauer. Jetzt weiß ich, dass man diese Lampen da auf jeden Fall nicht werfen sollte. Immer nur Glasflaschen. Immer nur Glasflaschen. Hä? Der ist immer noch auf Stress aus. Das ist mal ein schöner Heady. Also wahrscheinlich so lange, wie die Musik läuft. So lange sind die in Alarmbereitschaft. Wir haben einen Eindringling. Ja komm, dann machen wir jetzt hier ein bisschen... ein bisschen... nicht leise. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn, sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Okay. Eine Atombombe ist schon nicht schlecht. Jetzt frage ich mich halt wieder, woher weiß der, dass ich hier bin? Der Sausack. Bleib immer mit dem Finger am Tisch hängen. Jetzt habe ich es abgehangen. Deswegen packt sie auch ihre Dingsbums weg. Zwei von vier gefunden. Achso, dieses Teil quasi. Das ist halbautomatische irgendwas. Okay, das nächste mache ich aber leise, versprochen. Das war jetzt mal Test. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass wir nur einen Bogen haben und keine Pistole. Mag ich. Das gefällt mir. Alles gut, nichts passiert. Bitte gehen Sie weiter. Okay, okay, okay. Einmal da hoch. Und darüber. So. Ah ja.
Was ich ein bisschen komisch finde, da stand ja, ich habe noch nicht das nötige, die nötige Ausrüstung für, also diesen Pfeil da mit Seil dran. Aber wann kriege ich den denn? Wann bekomme ich den dann? Ach, hier müssen wir abfackeln, richtig? Und das war aber... Das muss so trocken gewesen sein. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Erschießen! Rede oder verbrennen? Ich hab keine Angst vor dem Turm. Lass liegen. Ein schreckender Tod. Die Uhr tickt. Du wirst hier sterben. Wie kriege ich jetzt die Waffe gewechselt? Nicht nur du. Da. Deine ganze Familie. Jeder. Ein qualvoller Tod. Und wir schauen zu. Du hast eine verdammte Chance. Genau jetzt. Sag uns an. Muss ich echt da durchschießen? Ihr habt vielleicht ein paar Treibstofftanks zerstört, aber das tut uns nicht weh. Glaubst du, ihr könnt uns lange aufhalten? Zwecklos. Verdammt nochmal! Guck mal, mit Pfeil wäre die schon tot gewesen. Agios Oteos. Agios Bruft. Sie haben ihn gefangen. Wen denn? Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Ich glaube, er ist tot. Ich glaube, er ist tot, Leute. Hallo? Ne, ich glaube, den hat's dahin gerafft. Da fehlt der Schlüssel. Dietrich fehlt da. Klaus Dietrich, Junge! Okay. Ah, guck mal, hier haben wir die. Doch nicht. Ich hab gedacht, da kriege ich diese tollen neuen Pfeile. Aber da war da auch kein Dietrich dabei. Das soll ein bisschen durch das Fenster. Na gut, dann gehen wir halt durchs Fenster. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand wie... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Einfach mal die Augen eingedrückt. Was machen wir mit ihm? Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Es gibt noch... Okay, schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Ich brauche mehr Hebelwirkung. So, das lief doch schon mal ganz gut. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Was war das? Das lief doch schon mal ganz gut. So, er sagt, was denn, was war das und geht da aber nicht gucken. Wo kam das denn her?
Oh, da ist noch einer. Hi, Kumpel. So. Könnten den da auch mal umbringen eigentlich. Wir haben ihn ja erlöst, Leute, von seinen Qualen. Ich sehe das jetzt nicht so schwer. Ich sehe das jetzt nicht so tragisch. Moment, ich schau mal nach. Mach das, du. Komm, mach das. Lauf in deinen Tod. Moment mal, da ist irgendwas. So. Der Ninja ist wieder unterwegs, Leute. Sie nannten ihn noch Chris Ninja Play. Geil, wa? Was der alles kann. So. Sein Bein. Warum ist denn sein Bein so hoch? Jetzt ist es nicht mehr hoch, guck mal. So. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Hier war noch Loot. Loot, Loot, Loot. Das können wir nicht mitnehmen. Sollen wir das aufschießen oder was? Hallo? Hallo, ist da jemand? Kann mir da jemand die Tür öffnen? Ich muss irgendwie den Tank zerstören. Den Tank zerstören? Na, mit Feuer, Diggi. So vielleicht. Nicht auf den Typen. Haben wir hier irgendwo eine Fackel stehen? Ach, hier ist ja einer. Guck mal. Maimischteg und flupp. Kaboom! Leute, ich ringe mit dem Nichts. Alter, sie hat imaginäre Kräfte. Holy shit. Sie kann quasi wie Darth Vader so... Wirf eine Granate. Wirf eine Granate, darf ich zurückschmeißen. Boah, das war doch ein Heady, Alter. Ein Heady vom Feinsten. Was der wieder für Dinge auspackt heute hier. Krasser Typ. Okay, okay. Ach, hier mal ein Lager oder was? Interesting. So, wir können wieder neue Sachen machen. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. So, neue Fähigkeit. Habe ich gelernt, habe ich. So, da können wir rausgehen. Inventar. Munition brauchen wir ja eigentlich nicht, wa? Nö. Ausrüstung. Wo können wir denn was verbessern? Können verbessern. Kleiner Lederbeutel, der die Tragkapazität von Munition erhöht. Hm. Dann doch eher hier mehr Pfeile. Mittelgroßer, robuster Lederköcher, der die Tragekapazität für alle Pfeiltypen erhöht. Vielen Dank. So. Und dann noch Waffen.
Ja, wir haben jetzt Pistol-Upgrades, aber... Ich will die eh nicht benutzen, aber wir können sie jetzt halt benutzen. Machen wir das? Ja, komm. Shit happens. So, haben wir Revolver verbessert. Vielleicht kommen wir noch ein dicker Gegner. Vielleicht kommen wir noch irgendwo ein dicker Gegner, wo wir das dann brauchen. So, Leute. An der Stelle machen wir erstmal einen Cut und sehen uns dann zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.